Ja, da kommt der schon. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Kurze Frage und dann schnell mal nachgedacht. Was ist die beste Adresse, die Hamburg zu bieten hat? Das ist die Elbchaussee. Die richtige Antwort muss lauten, aber so. Und jetzt sind alle bei den St. Pauli Landungsbrücken Nummer 3. Das ist die Adresse von Hamburgs schönster Brauerei. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Mann, ist das schön hier. Der Pegelturm, der zeigt den Stand der Tide an. Ist das nun Ebbe oder Flut oder was ist hier los? Nach Flut kommt Ebbe, worauf man sich verlassen kann. In unseren Gläsern, da herrscht Ebbe die meiste Zeit. Was ein Wunder, dass unser Pegel steigt. Und jetzt wieder alle. Wo seid ihr? Bei dem St. Pauli Landungsbrücke Nummer 3. Das ist die Adresse von Hamburgs schönster Brauerei. Mann, ist das schön hier, das gibt es doch überhaupt nicht. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen. Schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Ein Freund der Gastlichkeit, der hatte die Idee. Mensch, ich hab so eine Idee da. Ein Hamburger Brauhaus im Hafen, wir ziehen Resümee. Oh, gut, dass das da ist hier, ne? Unser Durst macht dieses Haus bald weltbekannt. Drum stoßet alle an, hier an der Hafenkamm. Und wir alle bei den St. Pauli Landungsbrücke Nummer 3. Das ist die Adresse von Hamburgs schönster Brauerei. Das ist wirklich schön hier, das kann man nicht anders sagen. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen. Und der kleine Teile auch. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen.